Tag. Mein Name ist Tom Friedländer und ich heiße Sie herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Zuschauer, hier bei unserem Waldecker Wilden Brunch. Heute wird es richtig wild, bunt, lecker. Da, wo die meisten Menschen sind, da werden die entsprechenden Orte immer größer. Bei der Gestaltung eines essbaren Wildpflanzenparks nutzen wir immer das vorhandene Potenzial der jeweiligen Landschaft. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich der Überzeugung bin, dass die essbaren Wildpflanzen eine ganz große Zukunftschance für uns alle sind. Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen Tiny House, bei unserem Tiny Seminarraum. Herzlich willkommen, herzliche Einladung in die Holle Höfe nach Waldeck in diesen Seminarraum. Und guckt mal bei euch um die Ecke. Es hat jeder seinen essbaren Wildpflanzenpark bei sich zu Hause. Unter dem Motto, jeden Tag was Wildes. Und die Umsetzung in der Küche, die geht ganz einfach. Und jetzt kommt das Besondere aus Wildpflanzensicht. Wir haben also Brennnesselspitzen mit reichlich Zitronen. Und einer der Pioniere für diese konstruktiven Lösungen ist heute unser Gast, Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, den wir jetzt gerne zuschalten. Da ist er schon. Du warst ja lange Jahre Co-Präsident vom Club of Rome. Dass Länder wie Deutschland mit zu den Pionieren gehören, um aus der Corona-Krise das Richtige zu lernen und nicht das Falsche. Was heißt es eigentlich, der Wert der Natur? Leonhard Zintel ist Vorstand einer Genossenschaftsbank, der Volksbank Mittweida, der er seit über 30 Jahren arbeitet. Und was er anpackt, das tut er unternehmerisch. Und so ist er als Wildpflanzenfan heute auch Gastgeber und Veranstalter unseres Waldecker Wilden Brunchs. Und Johannes Gutmann ist der Gründer der Sonnentor Kräuter Handelsgesellschaft und er hat heute rund 500 Mitarbeitende, 300 Bauern in der Region arbeiten für und mit ihm, für den Kräuterspezialisten. Und er ist heute Partner des Waldecker Wilden Brunchs. Herzlich willkommen, guten Tag an Sie beide. Ich bin ja wirklich beeindruckt. Vielen Dank für das Quiz. Ich bin beeindruckt, was unsere Zuschauer sich alles gemerkt haben.